Ihre Botschaft ist klar in Delmenhorst. Rund 100 Demonstrierende sind trotz strömenden Regens zur Markthalle gekommen. Einer von ihnen, Christian Glass vom Breiten Bündnis gegen Rechts. Ich bin hier, weil ich es unerträglich finde, dass zumal von der Stadt offiziell einer Partei, die gegen alle demokratischen Vorstellungen und Grundsätze verstößt, hier öffentliche Räume benutzen darf, um ihre Ideologie zu verbreiten. Die Markthalle wird von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Delmenhorst betrieben. Einer der Redner des Abends im Bürgerdialog ist der Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz. Ihn stört der Protest nicht. Er reagiert mit Spott. Es ist ja schön, dass Sie was zu tun haben. Und damit die auch mal sauber werden, haben wir unseren Draht nach oben benutzt, damit ein bisschen Wasser kommt. Seife haben wir allerdings nicht mitgebracht. Die Polizei Delmenhorst hat für diesen Einsatz Unterstützung von der Bereitschaftspolizei Oldenburg. Wir rechnen nur damit, dass hier Plakate hochgehalten werden, dass Redner der linken Szene ihre Botschaften verkünden. Aber eigentlich rechnen wir nicht mit gewalttätigen Ausschreitungen. Die Veranstaltung läuft noch. Bis Redaktionsschluss ist der Protest friedlich geblieben.